Alles klar, damit erstmal herzlich willkommen vor dem Video. Erstmal möchte ich mich dafür bedanken, dass du bei diesem Projekt dabei bist. Und jetzt erkläre ich erstmal den Spielmodus, den wir in Paladins immer spielen, Biscuit und ich. Und zwar heißt der Spielmodus Ladung. Das ist ein Spielmodus, wo man erst die Mitte erobern muss. Da treffen beide Fronten aufeinander. Die Mitte muss man erobern. Dadurch bekommt man dann einen Punkt. Weitere Punkte bekommt man dadurch, dass man die Ladung von der Mitte zum Gegner schiebt. Und Punkte bekommt man außerdem dafür, dass wenn ein Gegner die Mitte eingenommen hat, man selbst verhindert, dass der Gegner die Ladung zu einem selbst hinschiebt. Wer 4 Punkte zuerst hat, der gewinnt dieses Spiel. Und das waren eigentlich schon die Spielregeln, beziehungsweise wie das Spiel aufgebaut ist. Und das war's. Sonst wird das hier zu lange. Jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Intro und dem Video. Alles klar, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Jetzt gibt's das Projekt Paladins und zwar mit Biscuit. Hallo. Und gar nicht lange reden, wir sehen uns in der Runde. Und da sind wir auch schon in einer Runde. In einer Runde? Ja, in einer Runde. Wow. Ist ja nicht so, als wären wir gerade schon im Ladebildschirm gewesen. Und zwar spielen wir auf der Map. Ich vergesse immer die Map-Namen. Steintafel oder heißt das hier? Steinburg, Steinfestung. Ist meine Lieblingsmap. Das sage ich aber irgendwie zu jeder Map. Das stimmt. Naja, das Spiel ist. Oh, Alter, was geht denn wie mir aus dem Sack hier? Na, okay, dann ist da eben keiner. Hoffen wir mal, dass diese Runde gut wird. Den kann ich abstauben. Easy. Die kann ich nicht abstauben, aber doch kann ich. Ey. Du da oben. Du. Nein. Ja, doch. Vielleicht. Ja. Oh, wir nehmen die Mitte ein. Das ist auch sehr, sehr schön. Easy. Mordserie. Dreimal. Vorsicht, Bomben. Ich hasse ihre Steinmauer, ne? Aber wir haben es ja trotzdem durch. Ja, hab den Bombentypen noch. Oh, jetzt eine Ulti hier rein, ey. Das wäre so krass. Doppelkill. Okay, ja, also die Runde läuft erstaunlich gut. Aber ist natürlich Standard bei mir. Oh, die ist hinter uns hier. Ich seh's. Und jetzt rennt sie weg, weißt du, so. Ja. Ja, genau, du return mal zu irgendwas. Über uns. Ah. Oh, oh. Ich kann Ulti machen. Ja, ich auch tatsächlich. Ich hab. Ach komm, ich kann die gar nicht angreifen, die Leute mit Hühnchen. Schade. Schön, dass es mir auffällt. Dann habe ich eine Idee, wie wir unsere Ulti verbessern können. Ja. Du visierst sie an, bevor ich sie in Hühner verwandle. Stimmt, da müssen wir uns aber mega gut abteilen. Ja, aber wenn wir das schaffen. Das wäre cool. Da ist einer hinter mir. Okay. Also manchmal leckt das Spiel hier noch so ein bisschen, aber das ist nicht meine Verbindung und das ist auch nicht meine Grafikeinstellung oder irgendwie sowas. Das ist einfach, das sind die Server, die laggen manchmal. Ist halt wirklich so, das ist auch ein bisschen buggy noch. Aber man muss sagen, dafür, dass es Free-to-Play ist, ist das ein mega, mega gutes Spiel. Einer muss ran. So. Ja, den habe ich nur eliminiert, Mann. Okay, ich wurde einfach komplett festgeballert. Haben wir es noch? Ja, ja. Da muss eigentlich nur einer hingehen. Ja, ich muss da hingehen. Oh, bin zu spät. Ich hab's dir gesagt, ich dachte es mir. Ja, ist nicht schlimm, Mann. Ist nicht schlimm. 1-1. Und jetzt sind wir in der zweiten Runde. Weiter geht's mit der Action in Paladins. Yay. Ja, ach komm, das Game ist einfach too easy for us. Deswegen sterbe ich auch fast. Hat sich das gereimt? Wer weiß. Oh, pass auf, das ist eine Ulti. Ich bin so, auch übelst gut ausgewichen. Und er killt mich trotzdem. Wie lange hält? Ja, das stimmt schon. Das hat nicht lange, aber... Was? Nicht lange, aber... Also die hält länger, als du mit deinen Geschossen schießen kannst, aber deine Ulti. Ja, das stimmt. Das aber er muss ja auch erstmal daher zum Ziel hin. Deswegen. Ja, aber stell dir mal vor, er ist schon da. Dreier-Kill, Vierer-Kill.
beziehungsweise doppelter Doppelkill. Doppelter Doppelkill? Ja, was? Es war ein doppelter Doppelkill. Ja, genau, ich mach meine Ulti und die stunnen mich erstmal. Wie unfair. Hab's gesehen. Jawohl. Ist ja voll ist unfair. Nicht, ist ja nicht unfair, aber. Ja. Ist halt blöd gelaufen. Alles klar. Aber gut, aber wenigstens gut geteamt in dem Sinne. Das stimmt, ja. Bist du fast gestorben? Nee. Schade. Ja, also ich wäre fast, aber ich hab Da, also wenn es um Eliminierung geht, habe ich auf jeden Fall gewonnen von uns. Ja. Wenn es um Kills geht, habe ich auf jeden Fall gewonnen von uns. Ja, das stimmt auch wieder. Oh komm, ey, jetzt habe ich wieder die Ulti und dann bringt's wieder nichts oder was? Hast du gesehen, der wollte gerade seine Ulti machen. Ja. Und stimmt. Wir haben ihn einfach gekillt. Ich hab's gehört, diesen Sound da. Pass auf, das ist Victor. Und der Drache auch noch. Ah ja, ich bin Drache habe ich. Kann ja sehr schnell wegspringen. Jetzt kommt von hinten die Tank. Die Tank verfolgt mich die ganze Zeit. Oh ja, da kann ich abstauben, komm. Oh ja! Wir haben's. Leider nur noch eine Eliminierung bekommen. Okay, Leute, es steht 3:1 im Zwischenstand. Und wir sind in der letzten Runde wahrscheinlich, wenn wir gewinnen. Aber das setze ich jetzt mal voraus, weil wir sind ja das Pro-Team. Und Hilfe? Ja, ich helfe dir nicht. Danke. Genau, ein abgehobener YouTuber. Und ich steal einfach fast jeden, ey. Aber mit deiner Klasse ist das auch. Ich sollte mich nicht Valky nicht zu treffen. Ja, stimmt. Ich habe ja auch nur Rückstoß. Ja. Und ich bin fast tot. Kein Problem. Ich glaube, der war von oben hier, ne? Ja. Ja, wir haben es so schon geschafft, Alter. Easy mit Granate gekillt. Nein. Ach, wie er einfach sagen, vorher schon getötet wurde. Ja, der wollte gerade nochmal ankommen. Oh, das war's, Leute. Jetzt gucken wir noch mein Highlight an. Es war so klar, dass ich das Highlight habe. Schön. Schön. Den habe ich selbst gemacht, tatsächlich. Da habe ich die Granate dann reingeworfen. Ja, genau. Abgestaubt. Und da habe ich dann einfach auch nochmal... Ja, Dreierkill war es. Danach habe ich, glaube ich, dann nochmal... Noch einen Doppelkill gemacht oder so, aber läuft, beste Schadenseinheit. Und da würde ich sagen, das war eine sehr, sehr gute Runde. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Wenn nicht, dann nicht. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.